Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Ypos Lunch Update für Anleger begrüßen. Thema ja die EZB-Sitzung in der vergangenen Woche. Es gab ja doch die ein oder andere Ankündigung, die den Markt mal wieder überrascht hat und Super Mario hat seinem Spitznamen mal wieder alle Ehre gemacht. Das Format ist so angelegt, dass wir maximal 15 Minuten für die Darstellung der Präsentation haben. Im Nachgang ist auch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen, sodass Sie selbstständig entscheiden können, ob Sie eben noch an den Fragen teilnehmen möchten oder sich dann doch direkt zum Mittagessen respektive natürlich für andere Termine hier dann verabschieden. Also, verrückter geht immer. Ich möchte Ihnen mal hier kurz zeigen, dass wir zwar in der Eurozone in einer verrückten Zinswelt leben und dass viele von uns etwas erleben, was man sich in den Lehrbüchern nie hätte träumen lassen. Aber um Ihnen nochmal zu verdeutlichen, in was für einem außerordentlichen Umfeld wir uns aktuell befinden, sehen Sie hier nochmal die Renditen von einer zweijährigen US-Staatsanleihe dargestellt. Das ist dieses Türkisblau. Und in dunkelblau sehen Sie eine japanische Staatsanleihe. Der Unterschied bei diesen beiden Anleihen liegt in der Restlaufzeit. Sie sehen es hier, die USA hat eine Restlaufzeit von rund 2 Jahren. Die japanische Staatsanleihe weist eine Restlaufzeit von 30 Jahren auf. Und wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, dann ist uns ja allen klar, dass Japan über eine sehr hohe staatliche Gesamtverschuldung verfügt. Japan hat da sehr ungünstige demografische Strukturen. Das heißt, man könnte durchaus argumentieren, dass die Rückzahlungsfähigkeit des Landes Japans doch etwas schlechter ist als die der USA, die zwar auch hoch verschuldet sind, aber bedeutend bessere demografische Faktoren aufweisen. Und Sie sehen es, dass wir in der jüngeren Vergangenheit, ich werde das hier nochmal kurz einkreisen, sogar den Sachverhalt hatten, dass wir hier wirklich eine Rendite für japanische Papiere hatten, die niedriger lag als die für US-amerikanische Papiere. Also eine abstruse Situation. Wir haben Schuldner unterschiedlicher Bonität und wir sehen, dass der bessere Schuldner muss höhere Zinsen zahlen und dazu noch die Laufzeitkomponente, wo wir wirklich sagen müssen, das sind wirklich außergewöhnliche Umstände. Und deswegen, wenn Sie glauben, am Zinsmarkt und im Renditeumfeld, es geht nicht mehr verrückter, dann rufen Sie sich bitte dieses Bild in den Hintergrund. Ja, es geht immer wieder verrückter und auch mit den Lehrbuchmeinungen der letzten Jahre werden wir hier nicht wirklich weiterkommen. Ansonsten die verschiedenen Maßnahmen hier mal mitgebracht. Ich habe es mal auf Englisch gelassen, aber ich gehe es im Einzelnen mal durch. Also der erste Punkt, dass wir den Hauptrefinanzierungssatz um 5 Basispunkte gekürzt haben. Sie wissen, 100 Basispunkte sind 1%. Also der Leitzins wurde hier reduziert von 0,05% auf nur 0%. Ich denke, das hat keine großen Auswirkungen. Ich glaube, das ist jedem von uns auch hier entsprechend klar. Dann ein zweiter aus meiner Sicht wesentlicher Punkt, dass man den Einlagenzins, den die Banken zahlen müssen, wenn sie Geld bei der EZB parken, den hat man nochmal um 10 weitere Basispunkte reduziert auf ein Minus von 0,4%. Teilweise gingen am Markt die Spekulationen hoch darüber her, dass man sogar einen weiteren Zinsschritt erwartet hat. Also, dass man den Einlagenzins für die Banken nicht nur auf 0,4 reduziert, sondern vielleicht auf 0,5 oder vielleicht sogar minus 0,55. Aber da haben die Währungshüter im Euroraum mal nach Japan geschaut und haben doch festgestellt, dass diese negativen Einlagezinsen das Banksystem doch treffen, dass die Margen der Banken da sehr, sehr stark drunter leiden und wenn die Margen der Banken leiden, dann ist das natürlich schlecht für die Kreditvergabe und die Kreditvergabe ja doch auch etwas, was die Europäische Zentralbank hier eigentlich begünstigen möchte und dementsprechend, so zumindest der allgemeine Konsens, hat das die Europäische Zentralbank hier relativ clever umgesetzt. Wenn wir noch mal ein bisschen springen zu Punkt 6, dann sehen wir auch hier, dass es neue Refinanzierungsprogramme gibt und das passt sehr gut zu diesem Bankthema, weil vereinfacht gesprochen kann man sagen, okay, liebe Bank, wenn ihr Geld bei uns aufnehmt und ihr vergebt dieses Geld als Kredit, dann gibt es hier eben noch ein kleines Bonbon und man sieht dementsprechend nochmal, dass die EZB doch aus den Fehlern anderer Notenbanken auch hier gelernt hat. Also es ist klar, man kann das Bankensystem nicht zu sehr schröpfen, weil natürlich dann die Kreditvergabefähigkeiten hier letztendlich leiden. Ansonsten, das Anleiheaufkaufprogramm wurde ausgeweitet, also Sie sehen es auch hier auf 80 Milliarden Euro und das natürlich
pro Monat. Und was auch viele überrascht hat, ist, dass man eben auch Investment-Grade-Unternehmensanleihe kauft, die hier in der Euro notieren und die eben von Nichtbanken begeben werden. Also sprich, das hat natürlich auch für eine ordentliche Bewegung am Markt gesorgt, aber das habe ich Ihnen gleich auch nochmal mitgebracht. Das aber die sechs Maßnahmen und Mario Draghi hat hier vor allem auch gezeigt, dass er doch bei, dass er natürlich noch in der Lage ist, die Marktteilnehmer zu überraschen, dass er in der Lage ist, andere Instrumente zu wählen, die die Marktteilnehmer nicht so auf dem Tablett haben oder auf dem Schirm haben. Und dieses Thema Überraschungspotenzial ist ja durchaus wichtig aus Sicht einer Notenbank, um die Marktteilnehmer in die gewünschten Richtungen hier zu bewegen. Ansonsten die Reaktion des Marktes, die ist relativ simpel und Sie sehen es hier dargestellt. Wenn Sie bitte mal auf diese Balken hier schauen, dann sehen wir tendenziell die Renditeveränderung. Das ist nichts anderes als, dass Sie, wenn Sie hier eine positive Renditeveränderung haben, dann bedeutet das, dass die Kurse gefallen sind. Fallende Kursen bedeuten steigende Renditen. Also wir sehen zum Beispiel bei Staatsanleihen steigende Renditen. Da gab es fallende Kurse. Und am rechten Rand des Bildschirms, das sehen Sie hier dargestellt, da sehen wir die Renditen von Unternehmensanleihen, die ein höheres Kreditrisiko tragen. Also zum Beispiel Hochzinsanleihen beziehungsweise einfach Unternehmensanleihen. Und da sehen Sie, sind die Renditen zurückgekommen. Hier auch nochmal die Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität. Und da sehen Sie den Effekt schön. Also die sicheren Häfen, deutsche Staatsanleihen als exemplarisches Beispiel, da sind die Kurse nach unten gekommen, also die Renditen gestiegen. Und die Unternehmensanleihen, da sind die Kurse gestiegen. Dementsprechend sind die Renditen gefallen. Also Kreditrisiko ist gesucht. Die Begründung ist relativ simpel. Wenn Sie nun einen Marktteilnehmer haben, der sehr, sehr tiefe Taschen hat, und das lässt sich bei der Europäischen Zentralbank definitiv nicht beschreiten, dann haben wir hier natürlich den Trend, dass die Investoren versuchen, diese Käufe vorwegzunehmen, dass man auch versucht, die Papiere zu erwerben, die die EZB auch kaufen möchte. Und dementsprechend steigen hier die Kurse und wir sehen fallende Renditen. Für die Unternehmen ist das durchaus positiv, weil und die Unternehmen finanzieren sich ja doch in vielen Fällen über den Kapitalmarkt, indem sie kurzlaufende oder längerfristige Papiere ausgeben, um neues Fremdkapital einzusammeln. Und wenn das Marktzinsniveau, das Renditeniveau sich hier nach unten verschiebt, dann können auch neue Papiere zu günstigeren Konditionen herausgegeben werden. Also die Unternehmen können sich letztendlich günstiger verschulden und dementsprechend das doch eine ordentliches Konjunkturprogramm für die Unternehmen, die hier am Kapitalmarkt aktiv sind und über ihr Rating so eingestuft sind, dass sie zu vernünftigen Konditionen Geld bekommen. Also vereinfacht kann man sagen, es wird für alle besser, aber je besser die Bonität, desto positiver ist hier entsprechend noch die Auswirkung. Ich habe Ihnen das Ganze nochmal in Farbe dargestellt, weil das war einer der größten Effekte, den wir auch hier gesehen haben. Hier mal die Renditedifferenzen einmal vom eben vom 11.3. dann auch zum 12.2. Und Sie sehen es hier, wie gesagt, dort, wo wir eben Kreditrisiko haben, da sehen wir im Endeffekt die Renditen gingen nach unten. Und dort, wo wir defensiver waren, eben bei den zum Beispiel deutschen Staatsanleihen, sehen wir im Endeffekt hier, dass die Renditen leicht gestiegen sind. Auch der Bund-Future ist ja von seinen Rekordmarken wieder ein gutes Stück zurückgekommen. Also, wie gesagt, das ist ein großes Thema und das bringt uns auch in ein sehr, sehr schwieriges Umfeld, unabhängig davon, ob Sie ein privater Anleger sind, ob Sie eine große Versicherung, eine Pensionskasse in der Kapitalanlage verantworten oder ob Sie vielleicht in Ihrer Firma für die Anlage der liquiden Mittel zuständig sind. Am Ende des Tages kaufen doch alle am gleichen Kapitalmarkt ein. Dementsprechend habe ich Ihnen hier nochmal die Zinsstrukturkurven mitgebracht für die verschiedenen Bonitäten innerhalb der Eurozone. Und Sie sehen an der Hochachse, sehen Sie die Rendite jeweils natürlich in Prozent. Auf der Querachse sehen wir die Laufzeit in Jahren. Und wir stellen doch leider fest, dass selbst wenn Sie sich vom Bonitätsspektrum in Richtung zum Beispiel A bewegen und Sie gehen auf eine Laufzeit von, na, sagen wir mal, 5 Jahren, dann kommen wir irgendwo auf eine Rendite von vielleicht 0,6, 0,65%. Dazu kommt noch, dass wir auch gewisse Handelskosten haben, um natürlich die Anleihe zu erwerben. Und die ganzen Daten sind natürlich auch noch ohne Berücksichtigung von Steuern, sei es Abgeltungssteuern auf der privaten Ebene, sei es Körperschafts- und Gewerbesteuer auf der Firmenebene bei Kapitalgesellschaft, also insgesamt ein sehr stark nach unten
gedrücktes Renditeumfeld. Und nach vorne hin betrachtet müssen wir für den Anleihesektor ganz klar konstatieren, dass natürlich die hohen aktuellen Kurse in Kombination mit den sehr niedrigen Renditen eine Ertragserwartung nach vorne hin generieren, die extrem niedrig ist. Und dementsprechend sollten wir uns auch nicht an den Renditen der Vergangenheit orientieren, sondern die Renditen im Bereich der Anleihen werden bedeutend niedriger ausfallen. Und auch der Stabilisierungseffekt von Anleihen auf Portfolios, der wird wahrscheinlich in der Zukunft geringer ausfallen, einfach weil die Preise hier so ausgereizt sich letztendlich darstellen. Also das ist ein großes Thema, wohin mit der Liquidität? Und am Schluss werde ich auch noch das eine oder andere dazu möglichen Lösungsansätzen respektive Denkanstößen dazu eben entsprechend sagen. Aber machen wir uns nichts vor. Für die kapitalgedeckte Altersvorsorge, egal wie sie organisiert ist, sei es privat, sei es betrieblich, ist das natürlich ein extrem negatives Szenario, weil Sie sehen, selbst wenn Sie auf Laufzeiten von 10 Jahren gehen und Sie gehen auf eine Dreifach-B-Bonität, dann sind wir bei Renditen von knapp über 2%. Und wenn Sie gewichtete Garantieversprechen von vielleicht 3% abgegeben haben, dann kann das so nicht funktionieren. Und wir sehen das ja aktuell auch bei den privaten Krankenversicherern, wo natürlich die Beitragserhöhungen auch dadurch zustande kommen, dass die Unternehmen einfach nicht die Renditen generieren, die sie sich versprochen haben. Dementsprechend entsteht eine Finanzierungslücke und diese Finanzierungslücke, die wird darüber geschlossen, dass die Beiträge für die Versicherten erhöht werden. Also dieses Zinsthema, Leitzins, ob jetzt bei 0 oder bei 0,05%, spielt keine Rolle. Aber der Schaden insgesamt im Finanzsystem, sei es auf die im Finanzsystem agierenden Unternehmen wie Banken und Versicherungen, aber auch auf die Volkswirtschaft insgesamt, was die komplette Sparindustrie betrifft, die sind bei weitem größer als ein DAX-Rückgang von 20 oder 25%, weil hier ist wirklich jeder Bereich betroffen, den wir am Kapitalmarkt und allem, was damit verwandt ist, auch sehen. Eine Darstellung, die Sie hier nochmal finden, das ist dann ein ETF, der letztendlich europäische Unternehmensanleihe bündelt. Hier sehen Sie entsprechend auch die Preisentwicklung dieses Papiers. Und was Sie hier schon auch sehen, ist, dass wir eine relativ hohe Schwankungsbreite haben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir für die Zukunft auch berücksichtigen müssen, dass wir gegebenenfalls im Anleihebereich, sowohl bei den Staatsanleihen als auch bei den Unternehmensanleihen, eine höhere Schwankungsbreite haben werden. Und dass gegebenenfalls auch das Thema Liquidität durchaus mal eine Rolle spielen kann, weil wenn Sie heute probieren, große Pakete an Anleihen zu veräußern, dann müssen Sie erstmal jemanden finden. Durch die zunehmende Regulierung ist auch der Eigenhandel der Banken hier massiv zurückgegangen und es stellt sich schon die Frage, wer hier die Papiere mal abnehmen soll. Und momentan kristallisieren sich so die ETFs, die man eigentlich kritisiert hatte in diesem Sinne, so ein bisschen als Lösungsansatz hervor, weil wir natürlich über die ETFs und die Market Maker der verschiedenen Anbieter hier eine zusätzliche Liquiditätsebene haben. Also wie gesagt, ich glaube, der Trend auch bei institutionellen Anlegern spielt hier eine Rolle, dass man eben zusätzlich zu direkten Anleihen eben mehr ETFs herbeimischt, um eine bessere Diversifikation im Sinne der Handelspartner und auch der möglichen Liquidität zu haben. Aber wie gesagt, nehmen Sie hier bitte fest, die Schwankungsbreite bei den Anleihen wird wohl höher sein als das, was wir in der Historie gesehen haben. Und dementsprechend auch, wenn Sie Portfolios nach vorne planen, in Abstimmung mit Ihren Risikobudgets, weil Sie ein betrieblicher Anleger sind oder in Abstimmung mit Ihrer finanziellen Risikobereitschaft, wenn Sie ein privater Anleger sind, dann müssen wir heute eine höhere Schwankungsbreite für die Anleihen einkalkulieren. Unternehmensanleihen tragen natürlich auch eine Art Aktienrisikoprämie mit in sich und dementsprechend kann diese Situation auch durchaus dazu führen, dass man insgesamt in Sachen Risikobudget und Zusammensetzung ein bisschen was neu denken muss. Ansonsten, auf absehbare Zeit gilt unseres Erachtens weiterhin die Situation, dass der Fokus der Marktteilnehmer sehr stark schwanken wird zwischen dem Blick auf die Konjunktur und dem Fokus auf die Inflation. Und in einer vereinfachten Darstellung ist dieser Fokus, den Sie natürlich auch durch die Medienberichte, durch Analysten, Meinungen und Ähnliches immer wieder manifestiert finden, starken Schwankungen unterworfen. Ich glaube, in der jüngeren Vergangenheit der letzten Wochen war der Fokus sehr, sehr groß auf dem Thema Konjunktur, also die Interpretation der Ölpreisentwicklung in Kombination mit der Wachstumsabschwächung in China. Und China hat ja auch gerade einen neuen Fünfjahresplan verabschiedet. Also Fokus auf die Konjunktur. Und dann sieht es typischerweise so aus, dass man sagt, okay, die Konjunktur, die trübt sich ein. Wenn die Konjunktur sich eintrübt, dann ist das schlecht für die Unternehmensgewinne. Momentan sehen wir auch Abwärtsrevisionen bei den Unternehmensgewinnen durch die Analysten. Und wenn die Unternehmensgewinne natürlich sinken,
dann müssen wir uns hinterfragen, sind die Bewertungen am Aktienmarkt nicht zu hoch? Und dann kommt es tendenziell eben zu Abverkäufen. Auf der anderen Seite, irgendwann ist wieder mal der Fokus auf dem Thema Zinsen, Realzinsdebatte, bleiben die Zinsen auf Ewigkeiten niedrig? Und die Zinsen könnten auch durchaus auf sehr, sehr lange Zeit niedrig bleiben. Warum? Wir haben negative demografische Vorzeichen in großen Teilen der etablierten Welt. Durch die Digitalisierung ist es auch so, dass weniger Kapital benötigt wird, um entsprechenden Fortschritt zu generieren. Insgesamt dementsprechend ein Überschuss an Kapital. Und wenn wir nach Japan schauen, dann stellen wir fest, wenn Sie als Unternehmen die Perspektive haben, dass Sie ein sehr geringes Wachstum haben, weil Sie eher ein disinflationäres, ein deflationäres wirtschaftliches Umfeld haben, dann werden Sie zum einen natürlich Ihre Kosten einschränken, aber auf der anderen Seite werden Sie auch, wenn Sie investieren, eher aus dem laufenden Cashflow, aus dem Gewinn investieren und Sie werden nicht noch große Kredite aufnehmen, um hier letztendlich sich am Markt besser zu positionieren. Also man versucht sich eher effizienter aufzustellen, anstatt zu wachsen. Also fehlt die private Kreditnachfrage und ohne private Kreditnachfrage fehlt ein wichtiger Teil im System. Und in Japan hat das der Staat ersetzt durch seine Kreditnachfrage. Und für die Eurozone und die mit ähnlichen demografischen Vorzeichen ja behaftet sein wird auf Sicht der nächsten 20 bis 30 Jahre, könnte das Thema auch sein. Also, wie gesagt, das ist das Thema. Ich denke, in den nächsten Wochen werden wir wieder mehr auf das Thema Zinsen und auch Inflation schauen. Inflationsgewonnene Anleihen, ein Thema, was immer stärker auch in den Fokus rückt in den Analystenberichten. Und wie gesagt, das würde dann so aussehen, Inflation, wenn sie niedrig bleibt, dann können die Notenbanken weiterhin expansiv agieren. Sie können weiterhin das Instrumentarium nutzen, das sie haben, oder sogar weitere Instrumente einsetzen, die den Markt in diesem Sinne in Anführungsstrichen positiv überraschen. Wenn also die Zinsen niedrig bleiben, dann wird man dazu kommen, dass man sagt, na gut, wir sind bereit, höhere Bewertungen zu akzeptieren, um einen Renditeaufschlag zu generieren. Und dieses Spannungsfeld, diese Aspekte werden natürlich noch durch den schnelleren Handel, durch das Thema Nanosekundenhandel, durch die Gleichschaltung von institutionellen Investoren, durch regulatorische Vorgaben noch verstärkt. Und deswegen heute zu versuchen, das Tagesgeschehen fundamental einzuordnen und Kurs- und Renditeentwicklung damit zu erklären, das läuft natürlich ins Leere. Das ist ganz spannend für die 5 Minuten vor der Tagesschau, aber als Anleger machen Sie sich damit nur verrückt. Also, so sieht's aus. Was kann man momentan tun, um sich mit dem Thema Niedrigzinsen aktiver zu beschäftigen, ohne jetzt gleich in eine komplette Finanzplanung reinzugehen? Aber eine Überlegung kann natürlich sein, sich in anderen Währungsräumen zu positionieren. Also eben zu sagen, okay, wenn dieser Markt in Europa momentan so total verzerrt ist durch die Notenbankintervention, dann macht es vielleicht eher Sinn, sich mal den Anleihemarkt in den USA anzuschauen. Sie haben heute auch sehr einfache Möglichkeiten, zum Beispiel über währungsgesicherte ETFs in Unternehmensanleihen, in Hochzinsanleihen, zum Beispiel in den USA zu investieren. Also sprich, ich bleibe zwar in der Vermögensklasse Anleihen, aber ich gehe in einen anderen Währungsraum, eliminiere das Währungsrisiko durch Währungsabsicherung. Und habe dann eben die Möglichkeit, zumindest auch mein Risiko breiter zu streuen, weil eins muss auch klar sein, irgendwann mal muss die Notenbank ihr Instrumentarium auch wohl wieder reduzieren, muss sich etwas zurücknehmen. Und was passieren kann, wenn die Marktteilnehmer nicht damit rechnen, dass eine Notenbank ihr Verhalten dramatisch ändern wird, das haben wir damals gesehen bei dem Verhalten der Schweizer Notenbank, als man eben die Untergrenze reduziert hat. Sie wissen, massive Währungsverwerfungen, massive Schieflagen von dem einen oder anderen Investoren. Einige Währungsbroker sind ja darüber auch pleite gegangen. Also das Thema sollte man auch auf dem Schirm haben. Also wie gesagt, wir halten fest. Das eine ist, ich bleibe in der Kategorie Anleihen, gehe aber in andere Bonitäten hinein. Der nächste Schritt wäre zu sagen, ich bleibe in dem Segment Anleihen, aber ergänze Fremdwährungspositionen. Und muss mir dann überlegen, möchte ich das Fremdwährungsrisiko tragen? Ja oder nein? Für beide Varianten gibt es simple Möglichkeiten. Wie gesagt, beispielsweise währungsgesicherte ETFs sind ein Thema und ein Trend, der bei institutionellen Anlegern, also den größeren Anlegern, ein weiterer Fokus sein wird, sind meines Erachtens sogenannte Long-Short-Ansätze. Also sprich Ansätze, bei denen man nicht darauf setzt, dass
ein Vermögenswert einfach nur im Preis steigt, sondern man sucht sich zwei Vermögenswerte und man sagt, okay, der eine wird stärker steigen als der andere oder weniger stark fallen. Man versucht sich neutral zu positionieren und nur noch relative Bewertungsunterschiede zu nutzen und hat damit ungefähr ein Risikoprofil, was so ein bisschen zwischen der alten Anleihewelt und der Aktienwelt liegt. Ich glaube, das werden die großen Trends sein. Und auch das muss man sagen, dass sollte uns klar sein, dass natürlich dieser fehlende Zins erhöht natürlich das Risiko von Fehlallokationen von Kapital und dementsprechend auch verwandte Märkte wie das Thema Infrastruktur, wie das Thema Immobilien, die sind natürlich gesucht, weil sie einen gewissen regelmäßigen Cashflow aufweisen. Und ich glaube, alles, was einen regelmäßigen Cashflow hat, ist sehr gesucht und da sind natürlich diese Preise auch am stärksten verzerrt und dementsprechend auch da gewisse Risiken, die man in der Planung berücksichtigen sollte. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle wäre ich mit dem offiziellen Teil am Ende. Genau, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der ein oder andere Anstoß war dabei. Tja, die Kunden, sind ja viele Kunden dabei, habe ich vorhin in der Liste gesehen, haben ja sowieso alle relevanten Kontaktdaten. Teilweise wurde ja auch schon reagiert in den Portfolios, deswegen hier nochmal die Begründung. Ja, hier nochmal mitgeliefert. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne über den Chat stellen. Ansonsten auch gerne im Nachgang. Die Kontaktdaten sind ja bekannt. Die Konserve werden wir Ihnen im Nachgang nochmal als Aufnahme zur Verfügung stellen. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Mittag. Bleiben Sie gesund. Der letzte Teil der Grippewelle rollt ja gerade über Deutschland und von daher, das sollten wir jetzt noch schaffen.